Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit den Helmen aus der Black Series von Hasbro zu Star Wars. Heute mit einem Helm, der bereits 2022 erschienen ist, hatte damals einen UVP von 153,99 und ja, wie man vielleicht sehen kann, ja, ihr noch nicht so. Ich drehe mal so rum. Es handelt sich hierbei um ein ja, Produkt, so ein Second Chance Produkt, also eine Retoure, die dann um einiges günstiger geboten wurde. Ich weiß nicht mehr, so um die 80 Euro hatte ich jetzt im Sommer bekommen. Allerdings, ich habe die 80 Euro bekommen, sondern ich habe dann dafür schon 80 Euro hingelegt, aber den Helm habe ich halt bekommen. Damals vor langer Zeit im Jahr 2022 hatte ich ihn vorbestellt gehabt und dann wurde er verschoben und irgendwann gecancelt. Und ja, ich habe die dann schon abgeschrieben. Nur zu dem Preis dachte ich mir, ja, kann ich mir ja auch mal einen Bo-Katan Kreese-Helm holen. Ja, und schauen wir uns die Verpackung an. Es ist die mit der abgeschrägten Ecke, das heißt also schon das neue Design mit dem kupferfarbenen Streifen oder bräunlichen Streifen. Ne? Das ist halt die Aussage, dass dieser Helm zu The Mandalorian, also zur Disney Plus Streaming Serie gehört. Ja, und ansonsten halt aufgebaut wie die anderen Helme auch, mit einer Seitenansicht, mit einer Vorderansicht. Dann haben wir hier nochmal die Beschreibung, was der Helm dann so alles kann oder was da beinhaltet ist. Ist ja auch wieder ein Electronic Helm, also ein elektronischer, allerdings ohne Stimmverzerrer, sondern mit schicker Beleuchtung. Ja, und obendrauf sieht das Ganze so aus, da ist dann halt das Versandetikett drauf. Jetzt habt ihr, glaube ich, gerade meine Adresse gesehen. Naja, gut, steht eben Impressum. So, das Ganze wird halt hochgeklappt, dann klappt man hier so ein Teil noch raus und da liegt der Helm dann eben drin und auch das andere Zubehör. Und den zupfe ich da mal raus. Ich glaube, das geht jetzt so gar nicht. Nee, nehme ich mal die Folie raus. So, an die Seite geflankt. Und zack, haben wir schon mal den Helm, der mir optisch sehr gut gefällt. Dann haben wir hier noch Ötten und noch ein paar Anleitungen. Und da ist noch was. So, die brauche ich nämlich, damit ich nachher weiß, wo die Batterien reinkommen. So, dann klappe ich das Ganze wieder zusammen. Nee, so. Irgendwie, jetzt geht das da nicht. Doch, so rum. Zack. Und den Beutel schmeiße ich auch schon mal wieder rein. Dann ist der vom Tisch bzw. vom Fußboden weg. So, mal etwas umständlich, das an die Seite zu stellen. Da steht zu viel anderer Kram noch rum. Na gut. Den Zettel hätte ich mir sparen können, der hätte drin bleiben können. Das sind die Warnhinweise. Und jetzt ist mir tatsächlich der Begriff für dieses Teil entfallen. Wird mir wieder einfallen oder ich lese es hier irgendwo. Nö, steht da nicht. Doch, steht da, kann ich aber nicht lesen. Grau, also hellgrau auf schwarz oder auf dunkelgrau. Gut, das ist halt dann die Aufbauanleitung. Da sitzt dann die Batterie in dem Seitenteil. Und zwar von dem, wo dann natürlich auch das Ding da dran geklemmt wird. Ja, sehr unangenehm, dass mir der Name von dem Teil entfallen ist, aber naja, wird irgendwann schon wieder kommen. War heute ein bisschen stressig, der Tag. Ja, so kurz vor Weihnachten, wen verwundert's. So, der Helm. Dann ist hier an der Seite das Teil, wo man das Ganze dann wird geschoben, wird gezogen. Nein, man drückt es einfach etwas zusammen und dann kann man das Ganze abklippen. No, das ist dann die Schale. Und ja, ich habe natürlich wieder keinen Schraubenzieher dabei. Dreher, Schraubendreher. Also bis gleich. So, Rangefinder war das Wort, was ich gesucht habe. Aber es wird eigentlich, oder das Ding da wird dann auch als HUD bezeichnet, HUD geschrieben. Das erzähle ich jetzt mal so in der Zeit, wo ich hier das Batteriefach auf Schraube. So, ist ein kleines. Eine Batterie habe ich mir auch eben mal gemopst aus einer Fernbedienung. Und dann kann ich das Ganze wieder zuschrauben. So, ja, sind schon ein paar Umdrehungen, die da erledigt werden müssen. Gott sei Dank, zum Glück können Kinder heutzutage nicht mehr mit Schraubendrehern umgehen. Das heißt, es ist also eine total gesicherte Geschichte, ja, dass alle Schrauben halt alle Batteriefächer heutzutage verschraubt sind. So, und dieser
hat, wird jetzt einfach hier oben nur drauf gesteckt. So, wird angeklippt. So sieht er aus. Da sind zwei Kontakte. Die sind federnd gelagert. Ich kann den ja eben schon mal ein bisschen ins Bild halten. Der hat halt auch so, ja, Nutzungsspuren, die dann dran lackiert, dran gespritzt, dran gedruckt sind, drauf gedruckt sind. Ja, sieht aber soweit auch okay aus. Auch sonst die, ja, gut. Es sind Schrammen, die halt keine Schrammen sind, sondern nur auflackiert sind. Aber kommt trotzdem eigentlich ganz gut rüber. So, das kriege ich jetzt so rum nicht rein. Dann vielleicht doch den Deckel nochmal abnehmen. Ja. Klack, toll. Oh, das war schwer. Jetzt. So, ich glaube auch das Ding hier, wenn dran, dann dran. Und das hier ist ja zum Aufstecken. Ja, sieht soweit gut aus. Gucken wir jetzt mal uns die Details an. Ich sehe jetzt hier oben im Licht schon mal die Trennungsfuge, ne? Wo die beiden Werkzeuge der Oberschale zusammengesetzt sind, beziehungsweise hier läuft noch mal eine. Einmal rüber, damit man die hier an der Seite sehen kann. Da ist hier auf jeden Fall noch mal eine. Ich kann es hier drüben leicht sehen, auf einer lackierten Stelle. Und da auch noch mal. In dem Bereich ist eine. Die kann ich auch fühlen. Sonst sehe ich hier erstmal keine. Man sieht aber auch, dass die Sache wieder aus mehreren Schalen besteht. Der Ring, so nenne ich es mal, dieser Streifen hier hinten, hängt mit dem Unterteil zusammen. Und die vordere Geschichte des Helms ist dann hier hinten, greift dann unter diesen Bereich. Hier ist so ein leichter, ja gut, das ist halt eine, ja, da kann man es ein bisschen sehen, sind da zu stellen. Eben weil es eben eine zweite Wahl bzw. eine Warnretoure ist. Hier vorne ist ein bisschen, ja, so ein paar Fingerabdrücke drauf, eine kleine Mattestelle. Will ich jetzt aber auch nicht Hasbro zuordnen, das Ganze. Ja, und von innen sieht er auch wieder sehr gut aus. Aber gut, schauen wir mal ein bisschen auf die Details. Die Bemalung finde ich soweit und Bedruckung finde ich soweit schon mal ganz gelungen. Sieht soweit gut aus, läuft aber ein bisschen aus der, deswegen wahrscheinlich eine Warenretoure. Es läuft nämlich ein bisschen schief, das Ganze. Ja, wenn man jetzt genau vorne drauf guckt, ich habe es hinten schon gesehen, dachte mir so, vielleicht verläuft es sich vorne, dass, mal kurz gucken, die Spitze von der Lackierung, von dem schwarzen Bereich, das muss natürlich dann in einer Flucht sein, auf einer Linie sein. Ne? Und das, ne, denke ich mal, das kann jeder gut erkennen, dass das hier bei dem Helm nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist, warum er zurückgegangen ist. Ob das jetzt öfter mal aufgetaucht ist, kann ich nicht sagen. Wenn er schräg steht, sieht man es nicht so sehr. Direkt von vorne fällt es natürlich verdammt stark auf. Und ich glaube nicht, dass Bo-Katan, wie sie sich den Helm dann halt so gestaltet hat, wie sie ihn gerne haben wollte, so geschlurrt hat mit der Aufbringung der, sag ich mal, Klebestreifen, um, ne, dann die Bereiche abzutapen, um sie dann schön überzulackieren. Ja, was kann man machen? Den Helm selber lackieren. Das könnte man machen. Oder halt auch dann als Objekt nehmen, den man dann, was man dann halt selber in einer anderen Farbe gestaltet. Aber ist ja ein, ja, Gender-Ding halt eben, ne? Ist ja ein femininer Helm. Das heißt von weiblichen Mandalorianerinnen halt, ne? Vielleicht auch von manchen diversen getragen. Ich weiß es nicht. Ja, es ist ja schwierig heutzutage, das genau zu beurteilen. Aber ich würde jetzt Bo-Katan als weibliche Person bezeichnen. Ja. Und das ist halt dann auch die Helmform. Ne? Dieses anders ausgeschnittene als eben nur dieses T, wie es ja eben auch bei den Herrenhelmen, bei den männlichen Helmen ist. Ich weiß aber nicht, vielleicht trägt ja manche Dame auch lieber dann einen maskulinen anstatt einen femininen Helm. Und vielleicht gibt es auch Herren, die sich sagen, so, ich bin ein ganzer Kerl, ich habe so dicke Conchos, dass, ne, das macht dem auch nichts. Ich kann auch so einen Helm tragen, der steht mir. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ne? Aber gut, ich komme jetzt wieder auf den Helm zurück. Will euch jetzt mit solchen Sachen nicht auf den Sack gehen. Oder auf die, ne? Weiß ich nicht. Schwierig. So, hier haben wir jetzt die Lackierung der Schadstellen. Unter der Augenpartie finde ich auch sehr schön. Da haben wir einmal diesen Helmbereich. Und darunter ist da nochmal so ein, er ist hier auch schon was weggeschnitzt quasi. Aber so lackiert, also soll halt so sein. Gerade in dem Bereich, wo
die helle Lackierung ist und das Abgeschrammte, wo der Untergrund durchguckt, also Beskar, ist es ja dann, ne? Ist ja nicht nur einfach so Metall, ist ja natürlich Beskar, was unter der Lackierung steckt, dass das an manchen Stellen dann doch so auch im Helmbereich durchkommt und da nicht ganz so prägnant auffällt, wie es eben an den Seiten ist. Es sind jetzt keine Vertiefungen vorhanden. Manchmal ist der Druck auch ein bisschen verrutscht. Ich sehe es auf dem hinteren Teil, dass da sich so eine, ja, so leichter, so eine Blitzerkante, das ist halt ein Druck, wenn da die Vorlagen nicht ganz übereinstimmen, dass sich da halt so eine Blitzerkante bildet, so eine helle. Und das sieht halt nicht ganz so gut aus, wirkt auch nicht wie eine Vertiefung. Ja, also das, der Effekt hier an der Seite ist auch, ich denke mal, das kann man auch da ganz gut erkennen, aber ansonsten finde ich die Verschmutzungen, auch was hier den vorderen Bereich angeht, doch schon recht gut. Ja, auch hier diese Flecken, die dunklen Flecken hier hinten gefallen mir auch. Ja, da ist auch keine Überlagerung jetzt mit anderen Farben, das ist wirklich bloß das Dunkle, was da aufgedruckt, auflackiert ist. Und das passt dann doch schon ganz gut. Ja, ich werde jetzt diesen Helm auch aufsetzen, obwohl wir, nee, wir schauen erstmal drinnen. Nachher ist der total eingeschmiert von meinen hyperlangen, fettigen Haaren oder so. Ne? Man bekommt ja leicht Helmhaare darunter. Also ich möchte nicht wissen, wenn die ne, abends sich die, das Ding zum Schlafen absetzen, wie die dann darunter aussehen. Also mir recht immer, wie ich früher Moped gefahren bin, wie, ne, wie ich noch lange Haare hatte, bin ich auch Moped gefahren. So ist ja nicht. Ne? Nicht nur, als ich jetzt so kurz war. Ja, innen sieht er auch sehr schön aus. Ja, wieder wunderbar gestaltet. Wieder eine ganz andere Art von Details, die da drin sind. Die Polster sind weich. Ja, kann man richtig schön eindrücken. Das sind wirklich dann, die kann man wirklich als Polster bezeichnen. Im hinteren Bereich, vielleicht kann man sehen, ist nochmal ein Gitter eingesetzt. Und zwar in dem Bereich. Ja, wobei Boba Fett halt eine Taschenrechnerplatine hinter sitzt. Das kommt auch gut. Ja, diese Gitterstruktur sieht man dann auch von außen. Dann lüftet das natürlich auch ein bisschen schön am Hinterkopf. Und die Riemen. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze dann passt. Ich hau mir das Ding jetzt erstmal auf die Omme. Da muss ich nochmal ein bisschen nachjustieren. Das ist auch nicht so ganz meine Größe. Oh, es sind natürlich viele Punkte, mit denen diese Kopfriemen dann zusammengehalten werden. Mann. Vier hat, glaube ich, auch gereicht, aber na gut. Vor allem, man muss sie alle wieder zusammendrücken. Man muss alle wieder irgendwie... Aber das mache ich nicht. Vielleicht reichen es zwei. Das ist ein Gefriemel. Das ist wirklich... Ich lasse den einfach offen. Das ist irgendwie... Vielleicht mache ich hier vorne mal ein bisschen weit. Nee, das ist schwer. Doch, vorne geht es besser. Vorne kann ich ihn etwas besser die Packs wieder einsetzen. So, nochmal das Ganze. Ja, sitzt jetzt noch nicht so perfekt. Aber ja, dreht sich auch ganz gut und auch das Sichtfeld ist ganz okay. Ich hoffe mal, dass er richtig sitzt. Dass jetzt nicht irgendwie zu weit nach hinten gekippt ist, dass ich so gut sehe. Aber schon ein interessantes Blickfeld mit dieser... der Kontur des Visiers. Ja, ich muss ein bisschen hinzuppeln. Na gut, ist ja nicht für mich gemacht. Ne? So, und dann haben wir den HUD. Der müsste dann eigentlich auch leuchten, wenn ich den jetzt runterklappe. Ich hatte mir vorhin schon mal... seitlich drücken. Ja, ich kann jetzt hier besser auf das Display gucken, was hier verbaut ist, als bei Boba Fett. Bei Boba Fett war es irgendwie ziemlich weit außen. Hier ist es dann doch mehr am Auge dran, dass man da wirklich halt reinschauen kann. Und... ja, ganz erkennen, ich habe jetzt meine Brille nicht auf. Probiere jetzt auch nicht, ob sie passt, ne? ob die jetzt unter den Helm passt. Aber das klappt ganz gut. Ich denke mal, hier vorne dürfte jetzt irgendwas wohl blinken. Wenn es nicht blinkt, ich gucke mir das gleich mal an, wenn ich den Helm wieder abgesetzt habe. Aber die müssen halt zwei LEDs zu sehen sein. Also von innen fühlt er sich gut an. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich meine Stimme anhört. Im Helm klingt sie recht dumpf, wahrscheinlich, weil der auch ein bisschen... der Helm an sich ein bisschen kleiner ist als die Herrenhelme, dass man direkt dann eben in oder gegen das Material entgegenspricht, dass sich das Ganze etwas anders anhört. Ja,
Okay, ich hau mir das Ding wieder runter, guck mir das Ganze jetzt mal an, wie es von außen aussieht mit dem ganzen Beleuchteten. So. Ja, genau, da blinkt es. Gut, hier vorne kann man dann leider etwas durchgucken an dem Bereich. Das habt ihr ja sicherlich schon gesehen, das sehe ich jetzt erst. Man kann aber auch das Ganze dann wieder abziehen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr wie. Irgendwie konnte man das Ganze lösen. Also, wenn man nach, bis nach oben macht, geht es aus. Ah, ein bisschen drücken. Ja. Und so sieht das Ganze dann ohne die Kappe aus, die ja eh nicht richtig schließt. Aber das ist halt der Bereich, den man dann sieht. Da ich jetzt die Brille nicht auf hatte, ja, habe ich das nicht, habe ich das Ganze so ein bisschen verschwommen halt gesehen. Aber ansonsten macht der echt was her. Gefällt mir. Passt wirklich ganz gut zu den anderen Helmen dazu. Gerade auch jetzt zu Boba und, obwohl das ja der, ne, nicht der mandalorische Boba-Helm ist, sondern eben aus der Originaltrilogie. Aber ich denke mal trotzdem macht sich das gut. Und ich denke mal, Sabine Wren gefällt mir so von der Farbgebung auch ganz gut, dass ich halt den Hand halt mir eventuell auch nochmal zulegen werde, wenn er nicht dann zu schnell vergriffen ist. Das weiß man ja auch nie. Ja, ein schönes Produkt, preislich okay. Dadurch kann ich halt auch so ein bisschen diese Mankos halt verknusen. Auch mit der Lackierung dann, ne, mit dem Bereich. Das ist schon störend und kann mir wirklich vorstellen, dass das für jemanden, der jetzt den vollen Preis bezahlt hat, ja, das ist schon hart. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Also, wenn ich den so bekommen hätte, probiert, den dann doch irgendwie umzutauschen. Aber vielleicht sieht eure besser aus, vielleicht sieht eure noch schlechter aus, dass die Maske noch schlechter platziert war zum Lackieren. Hier oben sehe ich jetzt auch nochmal eine Ecke, wo halt das Schwarze nicht ans Blaue ranreicht, wo das Ganze halt irgendwie so ein bisschen, ja, verrutscht ist. Ist nicht viel, sind nicht viel Grad, lass mal 1,5 Grad sein, aber das reicht eben dann auf eine gewisse Strecke dann schon aus, damit es eben nicht mehr so ganz passt. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs dabei sein und es wird mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.